Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Ich möchte mit euch heute zusammen die Paradox Cups in Herkules machen. Dementsprechend auf nach Herkules. Denn so viel haben wir nicht mehr zu tun. Besser, ich gehe dahin. Denn die Paradoxkämpfe aktiviert man nämlich bei Hades. Das ist ja das, was mir beim letzten Mal entfallen ist. So, moin mein Lieber. Ich würde gerne die Paradoxkämpfe machen. Pech und Schwefel. Cerberus, Titan. Und dann gibt's noch den Hades, glaube ich, ne? Level 80. Heilige Scheiße, ey. Ich bin sehr gespannt. Die sollen wirklich tough sein. Ich habe die, glaube ich, einmal in meinem Leben gemacht. Das war auf der PS3, weil das auch das einzige Mal war, dass ich auch wirklich meine Zeit darin investiert habe, die Dryform und die Freunde-Leiste zu leveln. Ansonsten habe ich das nie gemacht. Dementsprechend kann ich mich auch null dran erinnern. Let's go, in den ersten Cup. So, der dürfte ja jetzt noch nicht so schwer sein mit Level 60. Darf ich den jetzt auch nochmal angreifen? Dankeschön. Easy. Oh Gott, Autos. Sind das eigentlich auch dieselben Runden wie im normalen Cup oder habe ich hier auch mal andere Gegner oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Alles klar. Ich glaube, das sind dieselben Runden. Bisschen schade. Aua. Lanzenritt. Doppelte Punkte. Gib mir mal die ganzen Punkte, weil rein theoretisch muss ich ja auch irgendeine Punktzahl erreichen, um das quasi, damit das im Buch abgehakt hier. Das Blöde ist, dass die Runden manchmal so schnell vorbei sind, dass ich die Punkte gar nicht einsammeln kann. Dementsprechend will ich mich auch gerade mal so ein bisschen darauf konzentrieren, die Punkte einzusammeln, wenn ich den Gegner besiegt habe. Easy. Krieg ich immer noch doppelte Punkte? Das wäre nämlich sehr, sehr schön. Viele Punkte. Das ist Goofy, springt da so im Hintergrund her. Halbfinale. Oh, mit Ultima, da geht das hier doch schmackotastisch. Muss man einfach mal sagen. Moin, ihr zwei. Heal!
Eigentlich nicht mal. So, Leon ist schon mal down. Yuffie auch. Ich guck mal kurz, ob die Punkte gereicht hätten. Paradox Cup. Ja, Tatsache. Cool. Der nächste ist selber raus. Let's go. Ich will alles schaffen. Level 70. Ich glaube, der wird schon ein bisschen anstrengender. Bin ich auch alleine, genau. Ich hasse diese. So. Ach, das geht doch noch auf Zeit. Oder sicher jetzt erst. Okay. Selbst wenn das mit den Punkten nicht reichen sollte. Ist mir egal, Hauptsache ich hab's geschafft. Runde 5 schon. Doppelte Punkte. Mautzen, gib mir die doppelte. Na gut, war eh der letzte Gegner. Alles klar. Also, von der Zeit her werde ich über... Ach so, die Zeit resettet sich. Ich habe quasi 5 Minuten pro Runde. Oder bekomme ich immer wieder Zeit dazu oder irgendwie sowas. Das ist mega easy. Ich dachte hier, ich hätte Stress. Scheiß habe ich. Oh mein Gott, dunkel. Ach ja. So, sind wir schon im Halbfinale. Einfach so. Kein Problem. Wird auf jeden Fall eine Menge Leben. Hey, ihr Hund. Nein, ihr müsst doch schon, wenn dann in meine Richtung gucken. Okay, warum auch immer ich jetzt gerade in die Weiß gekommen bin. Ah, weil ich noch Auto-Weißen vor Mann habe. Natürlich. Heißt ja nicht schlimm. Habe wieder volles Leben gegeben, also was soll's. Oh Mann, Jungs! Ihr seid doch männlich, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja.
Ach Jungs, ihr müsst euch schon zu mir drehen, ne? Ich wollte eigentlich in die andere Form, aber egal. So. Habt ihr nicht anders verdient. Arena-Experte erhalten. Oh. Cool. Wahrscheinlich, weil ich jetzt alle Cups freigeschaltet habe oder so. Naja, noch nicht. Aber Titanen-Cup, Level 80. Sora muss alleine kämpfen. Du kannst in diesem Turnier alleine Freunde herbeirufen. Okay. Von mir aus. Das war jetzt aber nicht mit dem, ich darf nur so und so viel Schaden nehmen, oder? Oh, scheiße. Natürlich. Oh, nein, natürlich. Oh, das ist der schlimmste Cup, wo du halt nur so und so viel Schaden nehmen darfst. Na gut, die haben mir gar keinen Schaden gemacht. Dagegen will ich ja nichts sagen. Komm mal her. Ihr zwei habt es nicht anders verdient. Auch kein Damage bekommen. Gut. Alleine wegen diesen scheiß Kerzenbändigern hier. Aber zum Glück nicht zu viel. To the sea! Au. Au. Doppelte Punkte! Oh nein. Das war mir aber klar, weil diese scheiß Feuerzipfler unfassbar tough sind. Kannst du vergessen. Alright. Stufe 19 war schon, ne? Cool. Oh, da krieg ich auch unfassbar auf dem Leder. Oh Gott, ich kann gar nicht in die Schweifform. Ich kann gar nicht in die Schweifform. Alright. Alles gut gegangen, alles gut. Herc! Ja, weiß ich nicht, Herc. Alter, hast du viel Leben? Was ist mit dir? Yeah.
Okay. Tschüss, Zirk. Das war's. Oh, der Arena-Held bin ich auch noch. Ja, geil. Aber einen Cup gibt's noch. Der Hades Cup. Level 99. Ich hab's gelesen. Oh, das wird... Das wird jetzt tough, Leute. So, der letzte Cup, der würde jetzt richtig reinballern. Ich habe gelesen, dass das einer der schwersten Sachen im Spiel sein soll. Let's go. Alright. Und einen schon mal überstanden. Kein Problem. Runde 2 überstanden. Danke, Donald. Runde 3. Das sind aber neue Runden, oder? Die gab es vorher nicht. Aua. Mieser Clever. Ich glaube, der Boss wird halt hart. What? Das ist der freaking... Oh, WTF. Wie viel Leben der hat. Freaking Buzzes Aladdin! Da macht er sein. Ja, jetzt. Boing. Wie auch immer der mich gerade erwischt hat, aber ist ja egal. Donald, du könntest mich vielleicht gleich heilen, wenn du Bock hättest. Ansonsten kann ich das auch selber machen. Wäre nur nett, wenn du das tun würdest. Hat Donald gerade Goofy geheilt, oder was ist denn mit mir? Bist du besoffen? Standfeuer gelaufen bin. Danke, Donald. Jetzt hast du begriffen. So. Boss kann auch mal sterben gehen. Noch mehr Bosse? Kommt her. Dunkle Runde. Doppelte Punkte! Das ist immer der letzte Gegner. Scheiß. Warum kommen eigentlich nur so einfache Gegner in der Stärkzone? Ich meine, cool, dass Level 99, die machen auch guten Damage. Das will ich ja jetzt nicht sagen, aber... Ich habe jetzt eigentlich mit schwereren Gegnern gerechnet. Ja, die sind halt die Standardherzlosen. Auch die Eier sind nichts Besonderes. Immer noch blöde Punkte. Finde ich nett. Das sind halt einfach nur Schattenlurche, Klappersoldaten, dann auch diese komischen Fliegenden, die aber auch gefühlt kein Leben haben.
halt jetzt wirklich mit Härteren gerechnet. Ich meine, klar, der Boss gerade, der hat schon ein bisschen reingehauen, aber, also, der war jetzt nicht schwer oder so. Aber ich bin auch... Jetzt muss ich ihn halt aufnehmen. Ist halt auch direkt down. Oh, eine Anu-Wampe! Ja, jetzt wisst ihr aber mal Bescheid. Ja. Danke, Donald. Ich bin mal gespannt, wer der Boss ist. Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern. Ich wusste auch gerade überhaupt nicht mehr, dass der Boss aus Aladdin nochmal kommt. Welche Runde bin ich denn jetzt? Letzte? Runde 10. Es gibt mehr als 10 Runden? Ich kämpfe gegen Tifa? Holy crap! Tifa, ich liebe dich! Ich will doch gar nicht gegen kämpfen. Oh, ich bin heil. Mann, ich will doch gar nicht gegen Tifa kämpfen. Wow. Tifa ist stark. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es so schlau ist, Tifa als erstes rauszunehmen. Weil mir die Yuffie da hinten hart auf den Sack geht. Danke, Luna. So, Tifa, schnauzen jetzt. Ich liebe dich trotzdem. Okay, es gibt mehr als 10 Runden. Da kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Gibt es wieder 50? Oh nein, ich bin alleine mit Punkten. Bis Runde 20? Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, was an dem Kampf so schwer war. Das ändert sich alle 10 Runden. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann eine Form wechseln, aber ich konnte nicht. Ich dachte, eine Form wechseln kann ich. Okay. Doppelte Punkte! Alter, habe ich gerade alle gekillt? Holy crap. Ich bin ja absolut insane. Jetzt kommt mein lieber Eisfreund. Aber das Schlimme ist, den muss ich jetzt alleine besiegen. Das kann ein bisschen dauern. Ich wollte gerade schon sagen, am besten ist auch, wenn er mich nicht trifft. This is it.
Also bisher. Von denen auch schon immer einfacher als den Feuertypen. Wenn er jetzt noch aufhören kann, mich zu treffen. Dann wäre das. Kommst du wieder runter? Danke. Mann! Hör doch in meiner Combo! Nice. Es macht schon Spaß auf jeden Fall. Also ich hab Bock. Oh, dahinter war noch Herzlose. Hab ich gar nicht gesehen. Aua. Aua. Ihr sollt mich doch nicht treffen. Oh, da kommt noch mehr. Oh. Scheiße. Okay, ich hoffe halt nur, dass gleich kein Boss kommt, der mir richtig hart auf den Sack gibt. Weil, wie gesagt, ich darf nicht so oft getroffen werden. Oh nein, die Blumen. Oh nein, die Blumen. Och, Gigshacks kommen jetzt auch noch. Gut, dass die eine Blume da hinten down ist. Alright, vorletzte Runde. Also zumindest bis zu 20. Okay. Stellungsspiel. Stellungsspiel. Okay, der eine hat sich auf jeden Fall schon mal selber geopfert. Der kommt aber natürlich wieder, weil selber opfern gilt ja nicht als Töten. Au! So, wer ist der Boss? Ich hab Angst. Kalu? Doch, Kalu, hast du dich jetzt ernsthaft? Get out of my way! Get out of my way! Ich kann ja auch ein bisschen mit Blitz auch. Oh, Blitz sieht bei dem ja gar nichts. Ja, Carlo, ich hab's verstanden. Ja, aber Carlo sollte kein Problem sein. Zack, Carlo. Oh, Carlo, hab ich dich gerade aus Versehen in den Stein reingeschubst? Soll ich ja nicht. Komm, mach wieder ein bisschen Leben, egal. Zieh ich dir direkt wieder eine Leiste ab. Ist doch erledigt. Ja, jede Runde eine Leiste abziehen ist schon okay.
Ja, Pete ist invincible, deine Mutter ist auch invincible, Alter. Oh Mann, Carlo! Machen wir das jetzt wirklich so lange, bis du keine Leben mehr hast? Anscheinend. Ich meine, gut, ich bekomme kein Damage, das ist alles, was ich will. Pass auf, der Finale des Cups ist jetzt Sephiroth. Musst du das jetzt echt nochmal machen? Ich halt mit Blitz. So, sind meine Freunde wieder da. Jawohl. Ganz normale Runden. Jawohl. Bei ganz normalen Runden. Da sind wir. Warten auf Erden. Zack. Auf Eden, nicht auf Erden. Warten auf Erden. Ja, da auf. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, habe ich den Cup wirklich jemals überhaupt gemacht? Auch auf der PS3? Oder habe ich da nie meine Freundesliste gelevelt, weil ich da nie Bock drauf hatte? Obwohl das echt schnell ging, ich glaube, ich habe dafür nur 10 Minuten gebraucht. Ich kann mich irgendwie null an diesen Cup erinnern. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich den wirklich jemals gemacht habe. Ich kann mich halt auch generell an gar keinen Cup erinnern, der so lange ging. Dann halt noch die ganzen Bosse, von denen ich absolut keine Ahnung mehr habe. Wie tief? Jonah, du bist gleich tot, ne? Hast du gewusst? Oh. Oh boy. Let's go. Let's go. Bonuspreis. Naja, ich bekomme ja eh keinen Preis, also ist ja egal. So, mal gucken, was jetzt kommt. Jetzt ist wieder eine 5er Reihe. Ah, Cloud und Tifa jetzt auf einmal. Ja, nee, ist klar. Oh Gott, ich glaube, das wird richtig schlimm. Ich weiß noch nicht, wen ich zuerst nehmen oder rausnehmen will. Beide gehen mir richtig hart auf den Sack. Oh, Goofy und so sind tot. Ah ne, Goofy lebt noch. Okay. Ne, ist irgendwie erst auf Cloud. Definitiv kann ich nur Cloud. Hab nicht mehr so viel Leben. Ach, nicht auf Tifa. Geil. Mittlerweile haben beide gefühlt kein Leben mehr. So, Tifa ist raus. Und Cloud auf! Easy! Gott, macht das Spaß, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß mit den Cups habe. Ich habe eigentlich eher gedacht, ich lege mich hier nur auf. Oh, geht's runter. Ach, Donald. Gegen so einfache Gegner stirbt man noch nicht. Sieg ist halt auch einfach gut. Nicht so wie in Kingdom Hearts 1, wenn man die ganze Zeit als Cups gemacht hat. Zum Leveln. Ach, da kommen noch mehr Gegner. Ach, ihr! Stimmt, euch gab's ja noch gar nicht.
Donut, du kriegst aber auch nur auf die Fresse, ne? Und ich habe dir schon echt viel Abwehr gegeben. Jo! Ach man, Donald! Kann der Junge eigentlich irgendwas? Ach, oh nein, ich die. Oh nein, ich die. Die sind halt wirklich tough. Weil die sich die ganze Zeit verwandeln, diese Dreckigen! Ich bin nur auf den Sack. Oh, danke. Finally! Da kommt noch mehr! Was ist denn jetzt hier los? Vortex wollte ich sagen. Nochmal Vortex wollte ich sagen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer jetzt Boss wird. Von Runde 30. Oh, wer ist Boss? Hades persönlich. Feel the heat. Feel the heat, Hades. Halt, das Geile ist halt auch an Ultima, dass deine MP so schnell wieder aufgeladen sind. Das heißt, selbst wenn du dich mal heilst, du kannst dich innerhalb von wirklich wenigen Sekunden wieder heilen. Und das ist halt absolut insane. Also Ether brauchst du definitiv nicht mehr. Ach man, Hades, du kannst nix, Junge. Nichts kannst du. Hast du noch drei Balken? Ja, frag mich auch nochmal. Du hast mir eh kein Leben ab. Ah, tschüss, Hades. Gibt's jetzt nur 30 Runden oder gibt's noch? Halt, geht weiter, Leute, geht weiter! Und jetzt kommt der Party auf Zeit. Und ich glaube, jetzt wird die Zeit auch ein bisschen knapper bemessen. Sehr, dass ich fast eine Minute für hier die Runde gebraucht habe. Ja, das wird eine knappe messende Runde. Oh shit. Okay, die Runde ging relativ schnell.
es hier auch schnelle Runden gibt, dann wird das auch kein Problem werden. Auch die Runde sind eigentlich relativ schnell. Aber die haben definitiv mehr Leben, oder? Als wie normalerweise. Die hatten doch nie zwei Balken. In der Zeit töten. Okay, das kann anstrengend werden. Das könnte mir sehr viel Zeit kosten. Das könnte sehr viel Zeit kosten. Weil die halt haben, die haben halt echt viel Leben. Haben die doch extra gemacht, oder? Damit du halt eben viel Zeit. Scheiße. Ich meine, ich mache hier schon unfassbar guten Damage, aber holy crap, das sind so viele. Sind einfach so viele. Da lasse ich eine Menge Zeit liegen. Aber ich glaube, das haben die extra eingebaut. Das haben die Wichser doch extra eingebaut. Nomura! Komm, immer mehr! Oh, wie viele sind das denn noch? Ich habe eigentlich gehofft, ich komme noch über 5 Minuten raus. Das ist auch, glaube ich, das allererste Mal, dass du alle besiegen musst. Oh, endlich, das sind die letzten, oder? Ja, 6 Minuten 10, okay. Okay, das wird übel. Okay. Musste ich ein bisschen mit Blitz arbeiten, aber kein Problem. It's over.
Mal kurz heilen. Für den Fall. Oh, was? Da kommen noch mehr? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wo ist der? Hallo? Ey, wie unfair war das denn? Das hat mir jetzt so viel Zeit gekostet. Alter, wie viele Gegner kommen denn jetzt noch? Okay, ich glaube, das waren jetzt alle. Alter, das hat so viel Zeit. Okay, das waren nicht alle. Alter, nur noch 2 Minuten 15 für den letzten Kampf. Oh nein, sogar den vorletzten Kampf. Okay, das war alles gut. Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Was? Und dies muss ich jetzt in 2 Minuten schlagen? Oh, wenigstens kriege ich Squall so richtig hart auf den Sack, Alter. Okay, Squad ist auf jeden Fall schnell tot.
Okay, Squall ist tot. Tut mir leid, Cloud. Yes! Oh, Alter, diese scheiß Zeit, ne? Okay, was jetzt? Ich bin wieder alleine. Das gefällt mir gar nicht. Alleine sein will ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin ein Limit vorhin. Will ich eigentlich auch nicht. Wenigstens geht nichts mehr auf Zeit. Das ist ja schon mal etwas. Oh, solange es nicht auf Zeit geht, ist mir alles egal. Ja, von mir aus. Okay. Fuck, Alter, das wird immer härter. Doppelte Punkte. Da sehe ich mich. Es ist... Oh mein Gott, okay. Also jetzt kommen wirklich die schweren Runden. Leck mich fett. Also der Schwierigkeitsgrad hat hart angezogen. Komm, mach schon mal den einen weg hier. Nein, eigentlich nicht den. Eigentlich nicht den, habe ich gesagt. Okay, der eine ist weg. Okay. Oh, dadurch, dass es nicht mehr auf Zeit geht, kann ich mir jetzt hier ein bisschen Zeit lassen. Das ist halt super schön. Ja, toll. Alright. Oh, was? Oh mein Gott. Also ich merke schon, der Schwierigkeitsgrad möchte aber auch gerade wirklich ausrasten. Okay, der eine ist schon mal weg. Okay, das wollte ich eigentlich, wollte ich gar nicht heilen. Aber nehme ich an. Dann nehme ich an. Oh, die 1000 Herzlosen. Schön. Das geht sogar nur auf Zeit. Das ist schade. Die hätte ich alle gemacht. Schnappen! Oder respawnen die immer wieder. Ich komme mir nämlich nicht vor, als ob die weniger werden. Ah, doch, werden die. Das ist
jetzt aber nicht, dass ich die in der Zeit alle besiegen muss, oder? Sondern wenn die Zeit abläuft, dann... die werden immer mehr. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, ich wollte schon sagen. Oh, das ist auch eine miese Runde. Oh, einer schon mal weg. Ich sitze hier schon so lange an diesem Kapner und er macht einfach so unfassbar Spaß. Let's go. Ich wollte schon sagen, das wird ja wohl nicht alles gewesen sein. Ah, ich habe eh volles Leben. Habe ich gar nicht gesehen. Oh! Oh, ich habe mich aber auch lange nicht mehr gesehen. Du Mieser. Oh, warte, erstmal weg. So, tschüss. Was mit dir? Aua. Und tschüss. Ach, es gibt... Oh! Scheiße, da sind so Trompetenbrüder. Alter, wie viele? Oh. Muss ich jetzt mal die Schnauze halten hier hinten? Nice, Double Kill. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? 48, hallo Cerberus. Da wären wir ja wieder. Ah, Cerberus.
Warum musst du so viel Leben haben? Das ist so unnötig. Warum muss denn so viel Leben haben? Mittlerweile wird mir auch extrem warm. Holy crap, ey. Ich sitze schon seit fast 1,5 Stunden an diesem scheiß Kampf. Ich hab auch damit nicht gerechnet, dass irgendein Kampf 50 Runden hat oder so. Und wer weiß, vielleicht hat er ja mehr als 50 Runden. Wer weiß dann schon? Ich bin ja noch nicht so weit. Vielleicht hat er ja 100 Runden. Aber das wäre schon krass, wenn ich den an einem komplett durchziehen würde. Oh! Sitzplatz Fuß, Alter. Ah, wenigstens kann ich ihn so nochmal. Ah, nochmal Sitzplatzfuß. So. Ah. Was? Okay. Ich meine, die haben alle nicht so viel Leben, aber das ist einfach nur noch krank. Das ist ja nur noch kranke Scheiße. Zwei sind schon down? Oh, ich habe Tifa und Yuffie schon down? Okay. Dann werde ich das definitiv hinkriegen. Nochmal Heilung. Alter. Squall, kannst du jetzt mal auf Zeiten gehen? Ich will mich um Cloud kümmern! Cloud, komm mal hier hin. So, Cloud. Shit. Nein, Squall. Nein. Heilige Mutter Gottes, Alter. Oh. Oh, Finale. Mit Herkules zusammen. Ja, Mensch.
Damit habe ich aber nicht gerechnet. Ach, Herkules braucht auch noch gar keinen Aura-Schuss. Na gut. Also ich hätte jetzt gerade eher lieber die 4 als Finale gesehen, weil ich glaube, Hades wird eigentlich nur absolut easy. Aber die 4 gerade lieber ein Tough. Alle 4 gleichzeitig. Aua, Hades. Achso, ja, schnell, du machst nichts. Komm mal, Herkules. Stark, Herkules. Au, schön drauf. Hat er nicht anders verdient, der Hades. Okay, warum ich mich gerade gehalten habe, weiß ich auch nicht. Scheiße, hat nichts gebracht. Nein! Jetzt! Oh, thanks God, ey. Ja, da hat es mich gerade ausgetrickst. Jetzt bitte wieder. Sehr hartes. So, Hades, jetzt aber vorbei. Cup am Stück geschafft! Holy crap! Alter, das war der krasseste Cup aller Zeiten. Aber holy shit, hat er einfach nur Spaß gemacht. Warum ist Auron jetzt da? Auron hat gar nicht mitgemacht. Hades Cup-Pokal. Ich bin der Champion. Eine absolute Champion. Ich hoffe, ich muss den jetzt nicht nochmal machen wegen den Punkten. Sag mir das jetzt nicht, Spiel. Ja gut, den Paradox Cup selber aus, da habe ich echt nicht viele Punkte geholt. 15.000 Punkte? Alter, nie im Leben. Nie im... Ihr könnt ihn vergessen. Könnt ihr vergessen. Aber egal, ich wollte ihn nur schaffen mit euch zusammen. Holy shit, war das einfach nur abnormal. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Holy crap. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch die Secret Special Bosse vor uns. Und ich denke, wir kümmern uns im nächsten Part um den lieben Sefi. Mach mal den Sefi. Den kann ich mit geschlossenen Augen. Da freue ich mich extrem drauf auf den Sefi. Und danach fehlt uns noch der Secret Special Boss im Disney Castle. Und danach fehlt uns halt nur noch der das Underground Ding. Das heißt, im nächsten Part machen wir Sefi. Und wir werden auch nur Sefi im nächsten Part machen. Das heißt, selbst wenn ich den innerhalb von 5 Minuten besiege, dann geht der Part halt nur 5 Minuten. Aber ich will es ja ein bisschen spannend halten, wisst ihr? Dann machen wir den in Disney Town. Den werde ich erstmal normal probieren. Es gibt einen Trick, wie man den super easy besiegen kann. Den habe ich damals benutzt, aber ich würde den ganz gerne nochmal normal probieren. Weil es wäre schon geil, wenn ich den auch normal schaffen würde. Und dann gucken wir uns die Cavern of Rembrandt an. Und da habe ich extrem Angst vor. Aber wenn ich gerade sehe, wie ich hier durch diesen Pokal gerusht bin, dann habe ich auch eigentlich gar keine Angst vor Cavern of Rembrandt, wenn ich ehrlich bin. Aber wir werden sehen. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.